Das Planspiel Börse der Sparkassen startet in diesem Jahr ab dem 1. Oktober. Auch die Sparkasse Hagen bietet Schülerinnen und Schülern ab der Jahrgangsstufe 9 wieder die Möglichkeit zur Teilnahme an dem interessanten und lehrreichen Spiel, bei dem es auch einiges zu gewinnen gibt. Rund 100 Interessenten kamen deshalb zur Auftaktveranstaltung in das Hagener Sparkassenkarree. Die Frau Hebi von der Sparkasse in Hagen, die auch in diesem Jahr das Planspiel Börse mit betreuen wird. Jede Menge Menschen waren jetzt hier und haben sich beworben um das Spiel, haben die Unterlagen mitgenommen. Was meinen Sie, wie viel waren es ungefähr? Ich habe mal durchgezählt, es waren knapp 90 Schüler. Erstmal herzlich willkommen, Herr Leicher, schön, dass Sie wieder bei uns sind und dieses Planspiel auch wieder ankündigen. Okay, circa 90 Schülerinnen und Schülerlehrer waren auch mit dabei. Das heißt, die Begeisterung ist groß, aber von einer Schule gab es doch eine ganze Menge, die hier waren. Da scheint es ein Virus gegeben zu haben. Das gab nicht nur ein Virus, es gab letztes Jahr die große Siegerfeier, weil das Gymnasium Hohenlimburg hat komplett alle Preise abgeräumt, die man gewinnen konnte hier bei der Sparkasse. Und deswegen haben sich auch für dieses Jahr wieder 33 Teams angemeldet. Gut, jetzt kommen wir mal zum Spiel überhaupt. Für diejenigen, die sich ja noch anmelden möchten, das kann man ja durchaus noch tun, noch eine ganze Zeit. Vielleicht erklären Sie noch mal was zu dem Spiel überhaupt. Zu dem Spiel überhaupt. Also dieses Spiel ist ein Spiel, welches online geführt wird im Internet. Sie haben die Möglichkeit, dort mit einem fiktiven Kapital von 50.000 Euro am Wertpapiermarkt zu handeln, das heißt Aktien zu kaufen, zu verkaufen. Und das in einem Zeitraum von circa 10 Wochen. Offiziell beginnt das Spiel am 1. Oktober, was aber nicht heißt, dass jeder Schüler sich zu diesem Tag anmelden und direkt kaufen muss. Er kann also das Börsengeschehen abwarten, schauen, bis mal wieder Turbulenzen reinkommen, die nach oben zeigen, um dann schnell zu agieren, Aktien zu kaufen und dann auf diesen aufsteigenden Zug aufzuspringen. Wichtig ist, dass bei diesem Spiel der Termin 6. November im Auge gehalten wird, weil das ist Spielmitte. Und bis zu diesem Tag müssen 3 Order getätigt sein. Ist das nicht der Fall, muss dieses Depot leider disqualifiziert werden. Das heißt, die Spielergruppe nimmt an dem weiteren Wettbewerb dann leider nicht mehr teil. Das wäre schade. Also 6. November ist ein wichtiges Datum. Wenn man bis dahin eingestiegen ist und 3 Order getätigt hat, geht alles gut. Bis zum 10. Dezember geht das Ganze. Bis dahin sollte möglichst viel Kapital herausgeschlagen werden aus den virtuellen 50.000 Euro. Und für die Sieger gibt es auch eine ganze Menge, ne? Für die Sieger gibt es auch eine ganze Menge, ja. Nicht nur, dass die Sparkasse Hagen Preise vergibt, es werden auch vom Verband Preise vergeben, Geldpreise und auch vom Land, sodass da richtig abgeräumt werden kann. Allein der Verband gibt auch über 15.000 Euro Preisgelder heraus und auch Sachpreise werden ausgelobt. Und die von der Sparkasse können sich auch sehen lassen. 1.500 Euro Preisgelder. Das wird die Spielgruppen freuen. Das ist dann auch für eine Spielgruppe. Und eine wichtige Information habe ich noch an dieser Stelle. Die Spieler, die jetzt gut gewirtschaftet haben in den 10 Wochen, sind am Ende nicht verpflichtet, ihre Aktien zu verkaufen zum Spielende, sondern sie können das Depot so bestehen lassen, wie sie es im Laufe der 10 Wochen geführt haben. Auch das war eine wichtige Information, aber Sie haben gerade noch ein wichtiges Stichwort gegeben, nämlich Spielgruppen. Das Ganze ist kein Einzelspiel, es wird in der Gruppe gespielt. Das wird in der Gruppe gespielt, jawohl. Wir wollen auch da die Teamarbeit ein wenig fördern und die Gruppen müssen aus mindestens 4 bis maximal 8 Personen bestehen. Und das ist unterschiedlich in den Gruppen, wie es gehandhabt wird in der Vergangenheit, ob da jetzt sich das ganze Team zusammensetzt oder 2, 3 von der Gruppe aufgerufen werden, doch am Börsenmarkt da mal zu schauen, wo man am besten das Geld investiert. Es wird unterschiedlich entschieden in dem Team und das ist auch jeder Gruppe selber überlassen. Jeder, der Sie jetzt sieht, weiß, bei Ihnen kann man sich noch anmelden. Vielleicht geben Sie noch mal Ihre E-Mail-Adresse preis. Ja. Informationen und Bewerben für dieses Spiel kann man sich unter planspiel-börse@sparkasse-hagen.de. Von welcher Schule kommen Sie denn? Ich bin vom Q1. Q1, das ist ein Berufskolleg, die ja auch mal ziemlich stark vertreten sind. Schon mal mitgemacht? Nee, bis jetzt noch nicht. Sie haben gerade gesagt, Sie wollten das schon immer mal machen. Ja, ja. Wo liegt der Reiz da jetzt? Haben da schon mal andere darüber berichtet? Oder? Die Börse spielt für nahezu jeden irgendwo eine wichtige Rolle, ob man will oder nicht. Das ist halt genau wie die Politik, beeinflusst die Börse halt unser Leben. In dem Moment, wo da jemand etwas sehr gut macht, hat das einen Einfluss auf uns. Wenn jemand sehr schlecht macht, wie zum Beispiel, wie sich 2008 rausstellt und das ganz viele gemacht haben, dann beeinflusst es unser Leben auch. Und ich wollte einfach mal sehen, wie das ist.
worauf man achten muss und was daran so leicht oder so schwer ist. Wo baut ihr das jetzt ein in der Schule, im Berufskolleg? In welchem Fach oder? Wirtschaft. Wirtschaft. Okay. Ja. Und schon einen Plan, wie man sich darum kümmert, so jeden Tag oder alle zwei Tage? Dadurch, dass ich mich generell relativ viel für Wirtschaft und Politik interessiere, bekomme ich eigentlich viele wichtige Informationen halt durch die Nachrichten. Jetzt im Zeitalter des Internets hat man da relativ guten Zugriff drauf. Und dann wird man sehen. Also, man hat ja, sag ich mal, jetzt 3 Monate Zeit, sich zu informieren. Und ich denke mal, das wird schon irgendwie laufen. Man ist ja auch nicht ganz alleine im Team. Also. Ich freue mich über jede weitere Anmeldung, die nicht von der Auftaktveranstaltung abhängig war. Natürlich gab es heute die meisten Informationen und auch heute die Spielunterlagen, um das Depot zu eröffnen. Aber diese Unterlagen können Sie auch im Nachhinein noch bei mir anfordern.